Willkommen zurück zu einer neuen Folge Saw the Game. So, in der letzten Folge sind wir ja hier lang gelaufen. Wurden ein bisschen überrascht, aber wir wissen immer noch nicht, wo wir hin müssen. Deswegen sind wir nochmal zurückgegangen. Denn, was ist hier oben? Und welcher Weg ist jetzt richtig? Das ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Game, dass es nicht so extrem linear ist. Dass wir hier im Moment, war hier was? Na, doch nicht. Dass wir jetzt diesmal wirklich die Wahl haben, mehr oder weniger, zwischen zwei Wegen. Oder einer führt in eine Sackgasse. Die können wir nur nageln. Dann könnte das hier eventuell optional sein. Der passt so nicht. Den müssen wir die andersrum drehen. Ah, den so. Alles da offen. Schön. Okay, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Auf Anhieb sehe ich auch keine zerbrechliche Wand. Eine Tischlampe, ja, aber wofür? Brauchen wir nicht. Sicherung sogar auch komplett. Oh shit, Mann! Oh fuck! Wo kommst du denn auf einmal her? Du hast aber einen harten Schädel, Mann, aber kein Problem. Stahlfaust Tap, der kann Wände einreißen. Ja, da hat so ein Typ wie du doch keine Schocks gegen. Alter, wo kam der her eben, Mann? Hier oben war doch gar keiner. Wie ist der hergekommen? Okay. Langsam kriegen wir es mit mehr Gegnern zu tun als vorher. Gut, da oben war optional und zwar völlig nutzlos. Nach links. Hier hätten wir alle Türen aufgemacht und einen Typen gekillt. Aber wo ging es hier nochmal weiter? In welchem Raum? Hier nichts. Hier vorne. Hier vorne haben wir ja schon ein bisschen die Wand modifiziert, in die wir ein Loch reingeprügelt haben. Ach, da ist ja unsere Dornkeule im Schädelleiche wieder. Ah, ist verriegelt. Genau, so weit wie hier waren wir. Aber dann musste ich ja unbedingt gucken, was da hinten noch ist. Hätte man sich auch schenken können, den kleinen Umweg, aber das kann man vorher nicht ahnen. Boah, ist das hier dunkel. Dunkel ist immer so verdächtig. Ist da was? Ja, da ist was. Ja, so langsam hab ich dich durchschaut. Immer wenn es ein bisschen dunkler wird, sind Scherben oder Fallen da. Da lang. Da hinten steht was. Oder? Sieht bald so aus, als ob da irgendwas steht. Also würde ich sagen, wir gehen erstmal hier hin. Ist hier was Brauchbares? Außer totale Dunkelheit und irgendwas ist hier undicht. Moment. Können wir wieder in Spritzen rumwühlen? Oder diesmal nicht? Oh, erstaunlich. Diesmal nicht. Hier ist aber sonst nichts. Könnten hier jetzt runter. Okay. Da könnten wir runter, aber was ist hier hinten? Moment, da war eben irgendwas. Ne, Tür schließen nur. Okay. Nur Tür schließen. Oh shit, Mann! The explosives around you will detonate when the timer reaches zero. Find the correct room before they detonate. One of these rooms contains the means to defuse the explosives. The solution to this puzzle relies on your point of view. Oh shit, Mann! Finde den richtigen Raum! Wie viel Zeit haben wir denn?
220, leck mich am Arsch. Irgendwas mit Sichtweise. Moment, da im Spiegel ist eine Ziffer. Ah, wie in Part 1. Mach mal zu den Hobel hier. 201. Jetzt hieß, wir müssen den richtigen Raum finden. Denn ist vielleicht Raum 201 gemeint, aber die Räume, wo sind die? Hier hinten, wa? Okay, 29. Oder meint er 27? Oh, ich sehe nichts. Das ist 24. Hier hört schon auf. Hm. 25. Tab leuchtet doch mal dahin. 27, ne? Ja, 27. Da muss eine 7 gewesen sein. Boah, mit Falle, Mann. Okay, da steht schon mal was. Und eine Dixon-Truhe. Alter, wir haben keine Zeit mehr, Mann. Ich denke, oben lang. Das scheint mir am sinnigsten zu sein. Eventuell so. Öffnen. Mitnehmen. Und? Hat der Timer gestoppt? 50 Sekunden hatten wir noch und es war tatsächlich wieder eine 7 und keine 1. Oh, gut, dass er einfach aufgehört hat, nachdem wir die Jigsaw-Truhe geöffnet haben. Jetzt ist die Frage, bringt's noch was, in die anderen Räume zu gehen? Ah, man könnte ja mal gucken, ob es hier noch was Sinnvolles gibt. Schon mal eine Gummizelle, ist auch schon mal schön gemütlich. Ah, nochmal ein Nagel, das ist doch schon mal gut. Wenigstens nochmal ein Nagel mitgenommen. Vielleicht finden wir noch, die hätten wir sogar nageln müssen hier, 208. Ja, machen wir es mal. Schaden kann es sicherlich nicht. Mal den nochmal versuchen zu öffnen. Müssen wir doch andersrum drehen. Ja, yep, so passt's. Ah, jede Tür hat eine Falle. Was haben wir hier? Ah, wir haben die Tür genagelt, um einen Nagel zu bekommen. Offenbar sind wir jetzt hier im Bereich der ganzen Gummizellen angekommen. Ja, es ist jede Tür mit Falle und ultra dunkel. Ich sehe echt absolut nichts. Okay, Nagel komplett. Ja, irgendwie scheint es nichts zu bringen, die anderen Türen zu öffnen. Good. You found the Pine Ward piece. Find the other pieces in the Oak Ward to save life. This is just the beginning. How does it feel to be judged? Tja, wie fühlt es sich an, beurteilt zu werden? Hm. Ja, ich weiß nicht. Eine normale Beurteilung wäre mir lieber gewesen, als hier munter durch so eine Irrenanstalt zu spazieren, wo ein jeder töten will. Was haben wir hier? Nix. Ja, doch, Erste-Hilfe-Kasten. Aber. Ah, warte mal, wir haben doch Schaden genommen aus einem Mal. Wir sagen, dann ballern wir uns mal einen rein. Und machen den mal auf. Den haben wir uns mal wieder voll geheilt. Oh, ich hab den leicht versetzt eben. Ein Nö-Schnitter. Pass doch mal auf, wann du auf die Tasten drückst. So, machen wir erstmal das B. Und dann X noch und dann haben wir's. So, Hypo haben wir auch wieder mitbekommen. Okay, Loch im Boden. Runter oder dran vorbei? Gehen wir mal dran vorbei und schauen mal, ob hier noch was ist. Aber bis jetzt ist es doch sehr linear. So viel suchen braucht man hier nicht. Wir können also nur runter. Genau, Tab. Einfach ein
unmännliches, hä? Kann man so auch mal bringen. So, wir sollen ja jetzt noch mehr Puzzleteile suchen. Aber wie viele brauchen wir? Und was für Aufgaben müssen wir noch machen? Ja, doch, da lang. Oh, da ist ein Fernseher. Da hinten ist eine zerbrechliche Wand. Können wir auch hier irgendwie weiter? Schwierig zu sagen, aber hier scheint es gar nicht weiter zu gehen. Boah, ist das dunkel. Moment, jetzt geleuchtet. Ja, war es komplett. Ich glaube, auf große Loot-Tour brauchen wir ja auch nicht mehr gehen. Wir haben ja alles. Das heißt, es kann nur hier weitergehen. Write a story about me. You've already done so much, Oswald. Oh. Oh, shit! You're him! You're the Jigsaw Killer! That is the name you have given me. Your words have changed how people perceive me, regardless of the truth. Now that your words are useless, what is left? Oswald, der über Jigsaw geschrieben hat, beziehungsweise ihm seinen Namen gegeben hat. Ah, Moment, die Fallakte. Memo an das Pflegepersonal, die hätten wir lange nicht. Patient hat sich in einer Vorratskammer eingeschlossen. Er hat Reinigungschemikalie getrunken. Kann man auch mal bringen. Wenn sonst nichts anderes da ist. Wer wollte sich einen Trip verpassen dadurch? Es mag übertrieben klingen, aber Türen müssten nach einigen Schlägen nachgeben. Tja. Ja, und das ist nicht wirklich übertrieben, weil wenn Türen in so einer Irrenanstalt nach ein paar Schlägen nachgeben, den könnt ihr alle abhauen. Ist ja dann auch nicht so der Burner, wenn die ja einfach alle munter durch die Türen durchbrechen können und ihr fröhlich rumspazieren. Ich meine, gut, wir brechen durch Wände durch, also das ist jetzt auch nicht so der Unterschied, ne? Wieder nach unten. Erst sind wir der Ewigkeit nach oben gelatscht, um... Ich höre da irgendwas. Ich hoffe, ihr könnt das auch hören. Irgendwie, als ob da jemand zermatscht wird. Oh, fuck, Mann. Das ist voll der Schrank. Alter, der hat genug, Mann. Du kannst ruhig aufhören. Sieht aber irgendwie lustig aus. So sein Fitnesstraining, das macht er wohl jetzt schon. Das ist ein Hobby von ihm. So trainiert er im Fitnessstudio. Das sieht man ihm ja auch an. Leichen kloppen. Scheint sehr gut zu trainieren dadurch. Fuck, mein Alter, das ist Arnold Schwarzenegger. Und wir sind einfach nur Stahlfaust-Tap. Oh shit, Mann. Hoffentlich kriegen wir den down. Der sieht übel aus. Okay. Boah, der Schaden, Mann. Komm hoch. Alter, hält der viel auf. Was hat denn der für einen Stahlschädel? Aber er hat uns eine vernockt. Aber jetzt haben wir ihn ausgenockt. Nicht mal Schwarzenegger hat eine Chance gegen Stahlfaust-Tap. Es kann sein, dass unser rechter Arm einfach ein Chuck Norris-Gen beinhaltet und deswegen jeden platt macht. Es ist so dieses 1% Chuck Norris-Gen, was Tab in seinem rechten Arm drin hat. Kamera, na, das brauchen wir nicht. Sprengfallenpläne, sehr schön.
Sobald wir wissen, wie wir die eigentlich verwenden. Nur eine Kanone! Die nehmen wir natürlich mit. Ah, vielleicht hier lang? Nee. Passt nicht, denn hier unten rum. Das passt auch nicht so ganz. Ich glaube, wir müssen schon hier lang. Hier passt ein mittlerer. Ja, jetzt haben wir's. Der eine war einfach zu viel. Kanone. Schön. Ist es denn da eine Barrikade? Die können wir öffnen, okay. Genau, woanders lang? Wir können da runter. Das heißt, dann müsste das theoretisch optional sein. Boah, ich sehe schon wieder gar nichts. Nix sehe ich. Hier so das Feuerzeug hinten da. Verdammt nochmal. Scherben. Super. Hui. Schön Loot, aber wir konnten nur das Zahnrad gebrauchen. Diesmal sind wir an den Scherben dran vorbeigekommen, immerhin. Ja, mit Heilen warten wir noch ein bisschen, würde ich sagen. Ah, wir können da runter. Ja, Schweinebär-Schrankmann, er läuft wieder entspannt über uns herum. Geht da rein oder da hoch? Er geht erstmal hier rein. Okay, da können wir eine Sicherung reinfriemeln. Und, was können wir noch machen? Eine Tür öffnen. Machen wir erstmal die Tür auf. Das ist einfacher. Was summt denn hier so komisch? Alles komplett. Ah, Moment, wenn wir alles komplett haben, dann würde ich sagen, ballern wir hier mal die Sicherung rein. Oh shit, Mann! Wow! Okay. Okay. Hat sich erledigt. Wir nehmen jetzt hier wieder eine mit. Und da waren sogar zwei drin. Wozu haben wir denn hier so einen Bodenbrutzler? Soll irgendwo ein Gegner rumrennen oder was? Oder wie? Ich sehe nur keinen. Ja, irgendwie nutzlos. Na, Depp, grapsch doch die Leiter und geh da hoch. Na also. Okay. Hä? Ach, verdammt, ist wieder runtergefallen. Aber irgendwer ist da. Wow, wow, wow. One Eight Down, Mann. Hast du mit einer Kanone gerechnet, ne? So. Was hat er dabei gehabt? Ja, Krücke versus Kanone. Ich würde sagen 1-0 für die Kanone. Mann. Der Widerstand, er wächst und wächst. Es werden immer mehr Gegner. Aber wir waren eben ein bisschen zu doof und sind hier aber runtergefallen. Oh, shit. Ein Motorman. Ah, ich sehe ihn aber auch nicht, ne? Ich warte noch mal kurz, bis er sich was anzündet. Da oben steht er. Frage ist nur, ob er down ist. Nee. Der lebt noch. Oh, ich sehe ihn nicht. Ist er hin? Hab ich ihn? Er wirft nichts mehr. Ich glaube, er ist hin. Na, Feuer, geh aus. Gut, braves Feuer. Ich sehe ja sonst keine Falle hier oder so. Ja, den haben wir erwischt. Zwar erst mit dem zweiten Schuss, aber ist okay. Oh, drei Türen. Weg nach unten und... Tja. So, Nageltür, so öffnen Tür und so öffnen Tür. Machen wir erstmal die Kann man so öffnen Türen auf.
das 20.000. Bad, was wir jetzt gefunden haben. Mit Barrikade. Warum? Wofür? Wir haben eine Kanone. Wir können hier ganz entspannt rumlaufen. Wenn man den Gegner trifft, der ist ja mit One Hit down. Wo sind wir jetzt? Okay. Gut, nageln wir die noch auf. Den haben wir alle Räume. Oh, da war ja ganz easy. Wir brauchten nur einen einzigen drehen. Was ist das hier? Oh, ein Jigsaw-Arbeitstisch. Linker Stick cyclen, okay. Zum Rumblättern. Gasfalle. Betäubungsfalle hatten wir mal gebaut. Ich würde sagen, wir bauen uns eine Sprengfalle und eine Gasfalle. So. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie die Dinger funktionieren. Oh, Ersthilfe. Ballern wir uns erstmal schöne Spritze rein und dann gleich mal gucken. Feuerzeug werden wir nicht benötigen. So, machen wir den mal kurz auf. Dann haben wir unsere Hypo-Sprays auch wieder komplett. Nein, Schnitter, du Spacken. Oh, du kannst immer im richtigen Moment den A-Button klicken. Aber was sollte auch anderes passieren? Bei mir. Die totalen Todesmaschinen überleben war, aber so einen dusseligen Schrank kriegen wir nicht auf. Unglaublich. Schrotflintenpatrone, okay. Kann man sicherlich mal für irgendwas gebrauchen. Das heißt, wir können... Hey, sind wir hier nicht hergekommen? Nee, wir kamen von da hinten. Wir kamen von da hinten. Können jetzt nur hier lang. Oh, da liegt was. Da liegt was. Auch wenn die Folge jetzt 2-3 Minuten länger wird, das will ich noch einsammeln. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall nicht wieder zurück. Das Tonband, das will ich noch unbedingt hören. You might have survived the death of your partner, Detective Singh, if it wasn't for this man. The man who created a phantom crusade against you. For no reason other than to gain fame and fortune. He has nothing without his empty words. But you, Detective, are a man of action. Find the remaining pieces to the puzzle. Und setze sie hier zusammen. Okay. Die letzten Teile finden. Also ist es mehr als noch ein Teil. Da haben wir schon mal eine Leiche und irgendwo da müsste dann ja ein Puzzleteil zu finden sein. Aber das suchen wir. Beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.